Hallo zusammen und willkommen. Sellerie ist eine Pflanze der Familie der Doldenblüter und wird vor allem in der Küche als Suppengemüse verwendet. Obgleich es unzählige Arten dieser Pflanzengattung gibt, so sind die bekanntesten Knollensellerie, Bleichsellerie und Schnittsellerie. Dass Sellerie unzählige gesundheitsfördernde Eigenschaften hat und nicht nur als Lebensmittel dienen kann, wusste man bereits im alten Ägypten. Dort wurde Wildsellerie bereits zwischen 1200 und 600 vor Christus als Heilpflanze gegen rheumatische Beschwerden eingesetzt. Später galt Sellerie in Verbindung mit Kardamom und Zimt als Aphrodisiakum mit sofortiger Wirkung. Und so war Sellerie etwa bei den Römern Teil der Zeremonie einer Eheschließung. Man verzierte das Ehebett mit Sellerie und erhoffte so die Potenz des Mannes zu steigern. Doch Sellerie kann mehr. Dank des hochaktiven Bioflavonoid Apigenin, der als COX-2-Hemmer dient, wirkt Sellerie stark entzündungshemmend und kann so entzündliche Erkrankungen wie zum Beispiel Arthritis, Osteoporose und Gicht lindern. Das Luteolin hingegen, was ein starkes antioxidatives Flavonoid ist, hemmt bestimmte Enzyme, die für die Aktivierung von Genen verantwortlich sind, die für Entzündung sorgen. Das Magnesium und die ätherischen Öle, die in Sellerie enthalten sind, haben eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und entspannen die Blutgefäße, sodass sich Blutgefäße erweitern und ein zu hoher Blutdruck gesenkt werden kann. Die hohe alkalische Wirkung hingegen hilft, den Säure-Basen-Haushalt des Körpers wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Dank der Kombination der unlöslichen Ballaststoffe und dem hohen Wasseranteil von etwa 95% erleichtert Sellerie den Stuhlgang und hilft gegen Verdauungsstörungen. Gleichzeitig wirkt er harntreibend und hilft, den Körper zu reinigen. Durch den hohen Natrium- und Kaliumgehalt in Sellerie kann der Flüssigkeitsaustausch im Körper reguliert werden, Wasseransammlung reduziert und Giftstoffe herausgespült werden. Darüber hinaus enthalten die Sellerieblätter wertvolle Vitamine der Gruppe A, die Selleriestange hingegen Vitamin B1, B2, B6, Vitamin C und Vitamin K sowie Mineralstoffe wie Kalium, Folsäure, Calcium, Magnesium, Eisen, Natrium und viele essentielle Aminosäuren. Obgleich die potenzsteigernde Wirkung von Sellerie noch nicht in Gänze wissenschaftlich belegt ist, so hat sich doch in unzähligen Fällen dieses Gemüse bewährt. Zum einen wirken verschiedene Inhaltsstoffe entspannend und beruhigend und zum anderen wirken hormonähnliche Substanzen, ähnlich denen, die in dem Achselschweiß vorhanden sind, stimulierend. Das ätherische Öl Apin hingegen regt die Produktion der Sexualhormone an. Die besten Ergebnisse soll eine Tinktur aus 40%igem Alkohol und einer Sellerieknolle liefern. Hierfür wird die zuvor klein gehackte Knolle für 8 bis 10 Tage in einem halben Liter Alkohol eingeweicht. Anschließend wird diese Mischung gefiltert und hiervon etwa 30 Minuten vor jeder Mahlzeit 2 Esslöffel über 10 Tage konsumiert. Selbstverständlich hat Sellerie auch ohne Alkohol eine belebende und vor allem gesundheitsfördernde Wirkung, sollte dann aber möglichst regelmäßig und roh gegessen werden, um die hohe Nährstoffdichte besser aufnehmen zu können. Trotz der vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften wird der Verzehr von Sellerie Schwangeren und Personen mit Nierenschwäche nicht empfohlen, da in Sellerie eine Vielzahl pharmazeutisch wirksamer Stoffe enthalten sind, die in großen Mengen verzehrt toxisch wirken und allergische Reaktionen auslösen können. Konventionell angebauter Sellerie ist darüber hinaus oft belastet. Daher sollte unbedingt Wert auf Bioqualität gelegt werden. Die in Sellerie enthaltenen Furokumarine sind darüber hinaus im Verdacht, die Lichtempfindlichkeit der Haut zu erhöhen und somit Sonnenbrände zu begünstigen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung zu diesem Thema mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.